einmal, meine Freunde, ein neues Supercell-Game ist jetzt gerade in der Testphase, beziehungsweise ein mehr oder weniger neues. Es ist nämlich Project Rise. Vor 3 Monaten konnten wir das Game schon mal testen und jetzt habe ich nochmal 24 Stunden die Möglichkeit, das Spiel anzutesten. Letztendlich ist das so ein Dungeon-Game. Ich bin echt gespannt, was sich verändert hat und ob sich was verändert hat. Es hat mich im ersten Test nicht ganz so umgehauen, aber ich glaube, dass es in diesem Test schon ein bisschen besser wird. Deswegen freue ich mich darauf, mit euch zusammen da reinzugehen, und wenn euch mein Content gefällt und ihr auch mehr von neuen Games sehen wollt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Abo auf diesem Kanal da und denkt auch gerne an meinen Creator Kopsei im Shop. Ja, wir haben das Game jetzt knappe 3 Monate nicht mehr gespielt. Es hat sich angeblich einiges verändert. Ich habe keine Ahnung was. Ich bin super gespannt. Also ich muss sagen, den letzten Test fand ich nicht so geil. Den fand ich eher so semi. Das Game hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir mal, ob es neue Helden gibt. Oh, was können die tun? Helden sind immer noch die gleichen wie vorher, so wie das aussieht, oder? Du kannst sie jetzt upgraden. Ich weiß nicht, ob man das vorher auch schon konnte. So, ich glaube, die Walküre war letztes Mal eigentlich ganz geil. Ne, Firecrackerin, gab es die Firecrackerin letztes Mal noch nicht? Bin ich mir gerade nicht sicher. Kann sein, dass die neu ist. Doch, die gab es letztes Mal auch schon, glaube ich, oder? Nee, die ist neu, okay. Okay, ja, dann mir wurde gesagt, dass die neu ist. Die kann ich aber erst spielen, wenn ich mit den anderen gezockt habe. Deswegen gehen wir als erstes mal mit einer Walküre rein, würde ich sagen. Hier kann man Features mitnehmen. Ah, ne, Federn, lol. Und man kann theoretisch direkt im Team spielen. So, tryen wir einfach mal. Wir gehen rein mit einer Walküre. Ich habe absolut keine Ahnung. So, jetzt sind wir zu zweit in der Lobby. Das fand ich letztes Mal schon ziemlich verwirrend. Eigentlich ist das ein Dreier-Game, aber man geht trotzdem zu zweit in der Lobby rein. Konnte die Walküre nicht so... Genau, so einen Fernkampfangriff konnte die. Okay. So, jetzt haben wir so einen Kreisball an uns, was auch immer der kann. Mach ich mehr Schaden oder was? Oh, Digga. Man muss mit allen Angriffen zielen nehmen, muss man nicht. Ich weiß nicht, was der Kreis da oben kann, den ich jetzt auf 2 habe. So, mir schwebt auf. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Axt um mich herum. Und ich krieg hart auf die Fresse. Alter! Ach, das ist, glaube ich, meine Elixieranzeige. Ich frage mich, wie ich heile. Ich glaube mit den Perks, aber ich weiß nicht mehr genau, wie man diese Perks bekommen hat. Ich glaube, die Perks hat man an so Kisten bekommen. So, Floor Exit gefunden. Aber so mit dem Leben kann ich doch nicht nach oben. Zum Aufzug. Junge, den Aufzug werden wir im Leben nicht überleben. Ja, perfekt. Ah, mit den Federn kann ich mich wiederbeleben. Ja, okay, easy. Vielleicht war es ja dann gar nicht so schlecht. Wir haben halt noch keinen Lebensraub oder so. Uff. Ich weiß bei der Valkyrie nie, was besser ist. Nahkampf- oder Fernkampfangriff. Und er ist down. Boah, ich bin auch schon wieder halb down. Digga. Wie viel Leben will er haben? War wichtig. Wie viele kommen da noch? Eine Anzeige, wie, wann man die Wave geschafft hat, wäre ganz geil, oder? Boah, die macht Damage. Diggi. Wir brauchen dringend Lebensraub. So, Floor beendet. Mehr Leben. Mehr Angriff. Critical Chance Increase. Und einen Slot.
So, hier können wir jetzt was draufpacken. Wir haben aber nicht genug Gold dafür. Doch, das ist schon geiler als letzte Mal. Man kann jetzt die Helden richtig anpassen. Doch, das finde ich schon, haben die auf jeden Fall besser gemacht. Auch mit den Kisten. Wir sollten uns auf jeden Fall noch eine Feder kaufen. Gefällt mir besser als letzte Mal. Oh, ja, moin. Es prallt einfach ab. Okay, die kriegt man aber relativ gut down. Das ist geil. Und hier können wir einen Perk bekommen. Und der Perk ist jetzt zufällig. Letztes Mal könnten wir uns Perks noch auswählen. Ich glaube, ich finde das cooler mit dem Zufälligen. Ich fand das Auswählen ziemlich schwierig. Weil ich nicht wusste, was ich dann nehme. Gut, langfristig wahrscheinlich besser. Oh, weg, 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 weg. Oh, Digga, da mach ich doch aus. Warum bewege ich mich denn nicht? Komm, wir müssen ein bisschen aus Entfernung. Erstmal den Mega-Daumen bekommen. Und rein da. Let's go, let's go, let's go. Holy shit. Oh, das war nicht schlecht. Was packen die so rum? Das würde mich mal interessieren. Das müssen wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, die bleiben generell drauf. Für Crystal for Perks. Ja, perfekt. Noch ein Perk mehr. So, hier ist Exit. Komm hoch, Bruder. Boah, mit Archer musst du aber gut zielen können. Ah! Wenn ich erst den einen mache und dann angreife, den unteren, dann macht er so einen kranken Shot. In jede Richtung. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, die Guards sind nicht schlecht. Oh, was? Der hat daneben geschossen. Uff. Let's go. Und neue Kiste. Floor 4 abgeschlossen. So, Kiste öffnen. Dann würde ich sagen, lass uns mal den Barbaren zocken. Können wir direkt upgraden. Oh, wir können den zweimal upgraden. Das machen wir doch mal. So. Hey, will das Game mich verarschen? Wo muss ich lang? Ich hab mich einfach verlaufen. Hier ist noch ein Elixierfass. Ah! Okay. Let's go. Das Game ist von Supercell, ja. Und wieder gegen den Mega Knight. Den müssen wir zuerst down bekommen, damit genau das nicht passiert. Boah, gegen den musst du eigentlich mit Fernkämpfern ran. Hab ihn. Alles gut, alles gut. Oh, ja, Mann. Schön ausweichen und zack. Sauber. Nee, ist ganz cool auf jeden Fall. Besser als letzte Mal.
Ich würde sagen, für den ersten Eindruck reicht das aber. Perfekt. So. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Letztendlich war es ziemlich ähnlich zum letzten Mal, aber schon ein bisschen besser. Ich finde das cool, dass man die Perks behält. Ich finde das cool, dass man seine Charaktere jetzt upgraden kann, dass man Boxen bekommt. Aber trotz allem fehlt mir halt noch der Umfang. Ich glaube, dass ich mehr Spaß an dem Game hätte, wenn ich halt wirklich ein Ziel hätte, wenn ich irgendwie wüsste, wofür ich spiele. Das fehlt mir halt gerade noch so ein bisschen. Aber war eine coole Testphase, mal das Game so eine Stunde anzuzocken, hat mir gefallen. Aber für mehr reicht es mir momentan einfach noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie es sich in Zukunft entwickelt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.